Hallo Tragwerksplaner, hallo Konstrukteure, hallo vielleicht Architekten und Baufirmen und alle, die sich fragen, was BAMTech ist. Oder vielleicht wisst ihr auch schon, was BAMTech ist, habt euch schon mit dem Gedanken angefreut, vielleicht damit mal zu planen oder eine Baustelle damit zu bereichern. Seid ihr genau richtig? Hier geht es um BAMTech und was bei der Planung zu beachten ist. Das ist jetzt keine Schulung, wie es in Allplan reinkommt oder in ein anderes CAD-Programm. Da kenne ich mich natürlich aus. Wenn jemand wissen will, wie man das Ganze in BAMTech plant, in BAMTech, in Allplan plant, da seid ihr bei mir genau richtig. Da könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Vielleicht können wir da zusammen die Projekte meistern. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund meines Videos. Mein Hauptgrund ist, dass ich aus Leidenschaft ein Produkt euch ans Herzen leg, weil ich die Innovation ziemlich gut finde. Ich habe mehrere Tage für diese Präsentation gebraucht, damit ich das visuell darstellen kann und damit ich euch ganz einfach vermitteln kann, um was das hier geht. Es gibt wirklich sehr viele Formulare online herunterzuladen, da steht so viel Text dabei. Wer liest sich das eigentlich durch? Ich möchte euch bildlich Probleme zeigen, ich möchte euch bildlich zeigen, welche Regeln es gibt und das Visuelle. Das fasst man innerhalb von 2 Sekunden auf und wenn man es durchliest, 2 Seiten, dann naja, ist man überfordert. Das ist wirklich jetzt auch ein Riesenprojekt, das kein Geld bei mir abwirft und mir mehrere Tage Zeit gekostet hat. Aus dem Grund könnt ihr mich ganz einfach und kostenfrei unterstützen, wenn ihr das Ganze einfach liked, wenn ihr den Kanal abonniert und am besten teilt ihr noch dieses Video in eurem Netzwerk mit euren Kollegen, mit euren Freunden oder Bekanntschaften. Denn dieses Thema soll schon ein bisschen groß werden und ja, und ihr helft mir einfach damit. Das wäre echt super. Das wäre natürlich dann toll, wenn sich der Aufwand am Schluss auch auszahlt. Gut, zum Thema BAMTech kommen wir jetzt gleich. Ich möchte noch vorher sagen, alle Angaben ohne Gewähr. Also wenn da irgendeine Angabe von irgendeinem Produzenten anders ist, dann informiert euch bitte im Vorfeld mit dem Produzenten, sprecht mit dem BAMTech-Produzenten, ob diese Eckdaten und dieser Rahmen, den ich euch vorgebe, ob der auch bei euren BAMTech-Produzenten so herrscht und vielleicht ist im Ausland auch komplett anders. Ich spreche jetzt im deutschen Raum sozusagen das Thema BAMTech an. Schweiz klammere ich immer aus. Sorry, muss ich wegen EU-Richtlinien und so weiter. Ne? Da kann es wieder ganz anders sein. So, aber jetzt fangen wir endlich an. Was ist denn eigentlich BAMTech? BAMTech ist ein Teppich, nichts anderes als ein Teppich. Das ist die Grundidee, ein Teppich voller Stahl. Das heißt, die Bewehrung wird auf einen Teppich aufgewickelt und auf der Baustelle ausgerollt. Das ist der Hauptgedanke, Punkt, Komma, Strich, nichts dazu erfunden. Und das funktioniert. Wie es dann funktioniert, zeige ich natürlich noch. Aber erstmal, bevor man die ganzen Kriterien und so zeigt, wollen wir erstmal die Vorteile wissen. Warum überhaupt? Warum soll ich jetzt das ganze Video anschauen? Was sind die Vorteile von BAMTech? Ganz klar, die Verlegezeit wird sich reduzieren um 80 bis 90%. Warum? Ich muss einen Teppich ausrollen, der alle Zulagen mit angeschweißt hat auf einen Teppich und rollt nur noch aus. Das Ausrollen dauert wenige Minuten, braucht 2 bis 3 Mann, je nachdem, wie schwer der Teppich ist. Und so ein Teppich wird dann mit 1500 Kilo von 3 Mann einfach ausgerollt und dann liegt es da und ich muss es nochmal anrühren. Schneller geht es ja gar nicht. Also deswegen ist die Verlegezeit extrem reduziert. Dazu kommt noch für mich ein Aspekt hinzu. Die Bewährungspläne sind ziemlich einfach. Da kommen keine Rückfragen, da kommt nichts, weil der Bewährungsplan ist im Endeffekt ein Verlegeplan. Da steht nichts anderes drauf. Teppich 1 bitte hier anlegen, hier ausrollen. Teppich 2 bitte hier anlegen, ausrollen. Teppich 3 bitte hier anlegen, ausrollen. Teppich 4 bitte hier anlegen, ausrollen. Das ist der Plan. Wirklich ohne Witz. Und der wird automatisch mitgeneriert mit der Bewährung. Beziehungsweise andersrum, der Verlegeplan, den muss man erzeugen und die Bewährung wird dann ausgegeben. Noch ein bisschen angepasst. Egal, dazu kommen wir auch noch später. Aber erstmal wollen wir wissen, was ist das Wichtigste? Die Einsparung von Betonstahl. Dass es dann CO2 einspart und so weiter, ist klar. Aber viele sagen, nee, der Stahl von BAMTech ist ja viel teurer, deswegen nützt es nichts, deswegen spart man sich da nichts. Das ist wirklich so, das stimmt, der Stahl ist teurer, aber du hast eine Einsparung von 25%. Und das überwiegt den Kosten um einiges, um Längen und deswegen spart man sich jede Menge Zeit und Geld. Also die Baufirma, der Bauherr und gut, die Planung, die muss halt noch umgesetzt werden, die geht
die muss man nach anderen Kriterien oder nach anderen Regeln bedienen. Und wenn man die bedienen will, dann spart man sich eine Menge. Und wenn man das in Altbahn vielleicht sogar noch schaffen möchte, dann bin ich als Coach jederzeit für euch verfügbar. Da kenne ich mich sehr gut aus. Und ihr werdet auch erfahren, man muss auf sehr viele Dinge achten, wenn ihr das auf eigene Faust macht, die ersten Projekte abwickelt. Ich garantiere euch, mit mir an der Hand seid ihr achtmal so schnell. Also Minimum viermal so schnell. Aber meistens ist es achtmal so schnell. Und tappt nicht in die Fehler, in die ich getappt bin. Sonst, Hashtag Flexscheiben. Das ist bei mir am Anfang öfters passiert. Gut, aber wie funktioniert jetzt eigentlich BAMTEC? Also BAMTEC wird aufgewickelt auf den Teppich. Wir sehen da innen so einen braunen Ring. Das ist sozusagen, das sind mehrere kleine Ringel, Bewährungsringe. Und die dienen nur dazu, damit der BAMTEC-Teppich am Schluss ausgerollt werden kann. Eingerollt und ausgerollt. Diese blauen Dinger da, das soll die Bewährung jetzt einfach darstellen. Und dieses rosane ist das Tragband. Das ist sozusagen ein 20er Band. 20 mm Band, das wird dran geschweißt an der Bewährung und es ist dann dadurch elastisch, dass es nur breit ist, aber nicht hoch. Und dadurch ist es dann alles rollbar. Also es wird aufgewickelt im Werk, wird per LKW weggefahren, per Kran, am besten vielleicht noch mit einer Traverse verteilt, aber meistens wird es einfach bloß mit den Ketten eingehängt und verteilt. Und dann wird das Ganze ausgerollt. Und dann, ja, dann rollt man und am besten kickt man das Ding einfach. Man kann es natürlich auch mit der Hand, aber die meisten kicken das Ding einfach dann voraus. Perspektivisch ist der Mann jetzt nicht so klein oder die Rolle so groß. Perspektiventechnisch schaut es wahrscheinlich ungefähr so aus. Gut. Was sind die Komponenten von BAMTEC? Ich sage mal, aus meiner Sicht sind es fünf Komponenten. Vielleicht sagen andere, es sind nur zwei, Tragband und eine Bewährung. Was willst du? Ich habe es so aufgeteilt, dass ich einfach mal sage, als erste Komponente ist es die Grundbewährung. Hier in blau dargestellt. Zweite Komponente ist die Zulagebewährung. Und jetzt haben wir schon gleich einen Vorteil, den ich jetzt besprechen möchte. Den Vorteil der Zulagebewährung. Durch ein FEM-Netz in Altplan kann ich sozusagen sagen, hier ist mein Teppich, bitte generiere mir die Grundbewährung und die Zulagebewährung dazu. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte die Zulagebewährung vielleicht rechteckig zusammenfassen. Muss ich aber bei BAMTEC nicht, denn BAMTEC wird maschinell hergestellt, angeschweißt und da wird jeder Stab einzeln abgekappt und an die richtige Position angeschweißt. Und dadurch kann ich die Zulagebewährung so lange lassen, wie es das FEM-Netz hergibt oder wie die Belastung der jeweiligen Lage ist. Jetzt sei noch dazu gesagt, manchmal muss man trotzdem die Zulagebewährung vielleicht länger oder kürzer machen, weil da gibt es ein paar Kriterien. Aber vom Grundprinzip her, wenn da alles funktioniert nach den Kriterien, kann ich die Zulagebewährung so belassen, spare mir wieder einen Haufen Stahl, weil ich nichts irgendwie verlängern ständig muss und dann wieder Angsteisen hinzufüge. Ja, die nächste Komponente ist dann das Tragband bzw. die Tragbänder. An das Ganze wird halt die Bewährung angeschweißt. Aufgerollt wird es in Ringeisen und auch abgerollt. Die Ringeisen dienen sozusagen nur zum Auf- und Abrollen. Die können am Schluss entweder in die Baugrube geschmissen werden, als Hula-Hoop-Reifen benutzt werden und. Nee, ich mache da gar keine Späße jetzt drüber. Die Ringeisen können natürlich wiederverwendet werden. Dann kommt noch das Etikett. Das Etikett wird immer am ersten Stab des Teppiches, ich will immer Carpet sagen, das englische Wort für Teppich. Also am Teppich wird ein Etikett dran geheftet, das genau eine Zuordnung hat, wo der Teppich am Ende landen wird. Denn wenn man sich vorstellt, man hat ein großes Bauprojekt mit vielleicht drei Tiefgaragen, mit drei Ebenen und jede Ebene hat, sage ich jetzt einfach mal, vier Bauabschnitte, dann wird es schon schwierig, dass man den richtigen Teppich an den richtigen Ort setzt. Aber wenn es ein Etikett gibt, dann ist es ziemlich einfach. Das Etikett, wie es aufgeteilt ist, in dem BAMTEC-Werk, das ich kenne, zeige ich dann auch noch. Das könnte sich aber wirklich ein bisschen unterscheiden von anderen Produzenten. Aber ich zeige das, was ich kenne. Aber wie funktioniert jetzt eigentlich die Anwendung von BAMTEC? Das ist ziemlich einfach, habe ich schon verraten. Da gibt es eine Maschine. Die Maschine nimmt Eisen entweder vom Keul oder vom Stab, je nachdem, wie der Durchmesser des Eisens ist. Und dann wird das Ganze von der Maschine einfach mit dem Tragband verschweißt. So funktioniert die Anfertigung von BAMTEC. Wie viele Tragbänder hat das so ein BAMTEC-Teppich? Ich kann dazu sagen, nicht einen, sondern mehr.
Warum? Man kann sich so vorstellen, wenn man ein Tragband jetzt hier hat, dann kann man es weder auf- noch abwickeln, weil sich die ganzen Eisen verheddern würden. Logisch, oder? Ja, also mindestens zwei Tragbänder. Das ist das Ergebnis. Wie definiert sich die Kodierung des Etiketts von BAMTEC? Jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Also das ist jetzt das Etikett und ich habe es jetzt nochmal rausgeschrieben. Und dann kommen wir zur Position 1 der Kodierung, U oder O. Ihr habt es bestimmt schon erkannt. Es geht hier um unten oder oben von der Lage her. Aber was ist jetzt die untere oder obere Lage? Dazu habe ich jetzt diese Seitenansicht dargestellt. Unten ist einfach eines der zwei unteren Lagen, denn es sind mindestens zwei BAMTEC-Teppiche in eine Richtung und in die andere Richtung verlegt. Wie die dann heißen, kommen wir noch drauf. Oder in der oberen Lage. Soweit, so gut. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das nächste ist jetzt die Lage. Die erste Lage ist hier unten. Die zweite Lage ist, oh, die Linie zeigt jetzt woanders hin. Das hat mit der Animation zu tun. Das tut mir leid. Das, wo jetzt rot markiert ist, das ist natürlich die zweite Lage. Die dritte Lage ist hier. Nicht wie in den meisten anderen Bewährungsplänen ist meistens die dritte Lage die obere und dann die vierte ist eins drunter. Hier ist es einfach nach der Reihenfolge geschuldet. Die dritte Lage ist hier und die vierte Lage ist hier oben. Wenn ihr natürlich drei Lagen unten oder oben braucht, dann schaut die Sache natürlich anders aus. Aber hier sind es vier Lagen. Und wir haben das Ganze jetzt von unten nach oben betrachtet, sagen wir mal. Das ist eigentlich egal, ob das Eisen jetzt gedreht ist oder nicht. Also je nachdem, es ist ja wirklich eine Ansichtssache, der Ansichtssache. Hauptsache die erste Lage ist ganz unten, dann kommt die zweite, dritte, vierte. Also es hat nichts damit zu tun, ob es in der oder in der Richtung ist, senkrecht oder horizontal verlegt wurde. Gut, nächstes ist eine durchlaufende Nummer. Die kann theoretisch bei einer 1 beginnen. Zum Beispiel erster Teppich, auch zugleich die Reihenfolge. Das heißt, die niedrigste Zahl wird als erstes verlegt. Zweite Zahl, dritte Zahl, vierte Zahl. Wunderbar. Aber aus meiner Erfahrung heraus birgt das jetzt eine Gefahr. Und da habe ich auch eine Lösung für euch. Also gute Art aufpassen. Es könnte nämlich sein, dass es eine Änderung gibt, aus welchen Gründen auch immer. Sowas gibt es ständig. Zum Beispiel Pumpensumpf wird noch eingebaut oder sowas. Und auf einmal muss man den Teppich 3 kürzen. Und jetzt muss man einfach mal einen neuen Teppich hier einfügen. Ja, und jetzt die Reihenfolge 1, 2, 3, 4 ist jetzt hinüber. Die 4 muss nach unten verschoben werden. Das kostet sehr viel Arbeit, das Nachbearbeiten dieser Nummer 4. Und dann wird eine 5 eingefügt. Glaubt mir, pro Plan dauert es vielleicht eine halbe Stunde nochmal zu ändern, manchmal auch länger. Und wenn der Pumpensumpf mehrere Teppiche betrifft, zum Beispiel 3 oder 4, dann habt ihr ein Riesenproblem, weil dann könnt ihr alle Teppiche nochmal neu planen, komplett von vorne. Und das ärgert natürlich jeden und deswegen auch dieses Bild. Verärgert einen. Also jetzt die Lösung. Ihr geht in 10er Schritten. 10, 20, 30, 40. Wenn jetzt die Änderung kommt, dann könnt ihr einfach den nächsten Teppich hier reinlegen und habt die 31 frei. Ihr habt 9 Teppiche Puffer. Ich hatte mal den Fall, dass ich 2 brauchte. Ich glaube auch ein einziges Mal mit 3. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber 2 hatte ich schon öfters. Aber 9, die reichen euch bis unter die Haut. Also ihr könnt ja auch in 5er Schritten dann gehen, theoretisch. Ja, aber ich wollte es in 10er und dann freut man sich, wenn man das so ausgeklügelt und ausgefuchst gelöst hat. Und ja, wunderbar. Das nächste ist dann die Zuordnung. Da schreiben wir dran mit 4 Zeichen, wo geht es denn hin? Geht es in Gebäude 1, geht es in Gebäude 2, geht es in Bauabschnitt 1 oder geht es in Bauabschnitt 2? Je nachdem, das müsst ihr für euch selber entscheiden, wie ihr diese Stringe benennt. Und wie schwer darf ein BAMTEC-Teppich sein? Nicht so schwer, dass der Kran nicht mehr platzieren kann. Und die untere Lage maximal mit 1,5 Tonnen. Das habe ich jetzt mit sehr vielen Produzenten abgeklärt, beziehungsweise ich habe es nachgegoogelt und die meisten Produzenten oder alle, die ich gegoogelt habe, das waren 3 Stück, hatten 1,5 Tonnen draufstehen. Ich gehe so weit, dass ich sage, das gilt nur für die Unterlage. Warum? Wenn wir uns jetzt wieder die Seitenansicht anschauen, dann haben wir hier die Unterlage, dann kommen hier unsere Gitterträger oder Abstandhalter hinzu und darauf wird sozusagen die obere Lage ausgerollt. Und da, wo wir starten, brauchen wir sowieso mehr Gitterträger oder Abstandhalter, die enger verlegt werden, weil da der ganze Druck drauf kommt vom ganzen Teppich. Und Entschuldigung für den Anruf gerade. So, und jetzt müssen die Abstandhalter das Ganze tragen und die meisten sind nur auf eine Tonne ausgelegt, deswegen sage ich obere Lage maximal eine Tonne.
Ja, jetzt haben wir obere Lage maximal 1 Tonne, untere Lage maximal 1,5 Tonnen. Das könnt ihr natürlich auch mit der Baufirma noch abklären und mit dem Produzenten. Aber das ist jetzt meine Regel. Angaben ohne Gewähr, wie immer. Es gibt aber auch noch versucht, dass die Kilozahlen nicht zu klein sind. Es hat einen Grund, die Wirtschaftlichkeit. Umso mehr, Entschuldigung, umso mehr kleinere Teppiche ihr produziert, umso mehr Stöße habt ihr. Oder auch von der Lagerung und von der Logistik her, auch von der Zuordnung auf der Baustelle. Das macht alles das Produkt teurer. Deswegen schaut, dass die Teppiche so groß wie möglich und so schwer wie möglich werden. Also geht über 100 Kilo. Es geht natürlich auch drunter. Welche Längen darf ein Bumtec-Teppich haben? Die Trageisen sind immer 1,55 Meter auseinander. Das ist von der Maschine her so eingestellt. Alle Maschinen 1,55 Tragbandabstand. Und ja, das können auch mehrere Tragbänder sein. Es sind immer 1,55 Abstand. Und jetzt haben wir noch eine Regelung. Wenn wir uns jetzt zwei Tragbänder vorstellen, das eine ist hier jetzt ein bisschen mit einer Betondeckung, sage ich jetzt mal, eingerückt und das andere nicht, dann wird sich die Naht lösen, die Schweißnaht lösen und die Eisen werden wieder verruckeln. Deswegen gibt es auch eine Anforderung, wie weit muss mindestens das Tragband nach innen versetzt werden. Das sind Minimum 5 cm. Das heißt, links und rechts 5 cm drauf auf 1,55 m. Das heißt, der kleinste möglichste Teppich ist 1,65 m breit. Das ist eine Regel. Gesetz. Zusätzlich kommt noch was ich noch zeigen möchte. Ein Kran, der hat jetzt schon einen Teppich angehängt, ohne Traverse, mit zwei Ketten, zwecks mir auch vier. Und dann würde sich das Ganze hier so durchbiegen. Die Biegung habe ich so ein bisschen eingezeichnet einfach. Und im schlimmsten Fall, also umso dünner der Durchmesser ist, desto tragischer wird es. Umso weniger Eisen und umso dünner der Durchmesser der Eisen, kann es zum Super-GAU kommen und dann bricht das ganze Ding auseinander. Es gibt eine maximale Breite von 25 Meter, aber die darf nicht ausgenutzt werden von jedem Durchmesser. Also höherer Durchmesser darf länger oder breiter werden, ein kleinerer nicht, weil der ist knickbar. Und das ist jetzt sozusagen meine Regel, die ich mir so ungefähr aufgeschrieben habe. 8er-Eisen ungefähr 12 Meter, 10er 13, 12er 14, 16er 16 Meter. Wie gesagt, es kommt noch auf die Stückzahl drauf an, wie wir auf dem Teppich drauf sind und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt so sind so meine Daten. Ausrollbar sind bis zu 20 Meter. Und das heißt, also wir haben Minimum 1,65 Meter, maximal 25 Meter, maximale Ausrolllänge 20 Meter. Wie nennt man die Verlegerichtungen bei Bamtec? Aufgeteilt in untere Lage, obere Lage. Kennt man? Und jetzt gibt es in jeder Lage eine Xi-Richtung und eine Eta-Richtung. Das ist aber ein bisschen eine Philosophie, weil Xi könnte so oder so sein. Ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass Xi sozusagen in der horizontalen Lage ist, und Eta in der vertikalen. Wie ist die Verlegereihenfolge bei Bamtec? Wir haben als erstes die untere Lage der Bamtec-Teppiche, die werden eingelegt, also in dem Fall Xi wird gerollt, dann wird Eta gerollt, dann kommt irgendwann die mittlere Bewährung rein, zum Beispiel die Saumeisen und so weiter und so fort. Also Abstandhalter gehören sich dazu, genau. Und dann kommen die oberen Lagen in Xi und in Eta wieder dazu. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, erst kommt Eta und dann Xi, weil es kommt Xi, Eta, Eta, Xi oder Eta, Xi, Xi, Eta. Hauptsache ist die Lagen sind richtig. So. Ja, das nächste Thema ist dann, welche digitalen Elemente gehören zur Bamtec-Planung? Können natürlich auch analoge Dinge sein, aber erstens ist es der Bamtec-Bewährungsplan, den benötigt der Prüfstatiker, der muss prüfen, ob die Bewährung richtig eingeführt wurde. Die Baufirma braucht den Bamtec-Verlegeplan. Wenn man jetzt in Altplan unterwegs ist, funktioniert die Erstellung der Pläne genau andersrum. Man erzeugt sozusagen erst den Verlegeplan und dann den Bamtec-Bewährungsplan. Das heißt, wir tauschen das Ganze mal um
und haben dann für die Baufirma den BAMTEC-Verlegeplan als erstes, bevor wir den BAMTEC-Bewährungsplan eigentlich erzeugen. Aber der wird aus der Verlegung separiert, nennt man das. Ja, also Baufirma 1, BAMTEC dann 2. Und jetzt gibt es natürlich noch etwas, was man dazu sagen muss. Daraus werden dann TEC-Dateien erstellt. Diese TEC-Dateien sind für die Biegemaschine, für den BAMTEC-Produzenten wichtig. Der kann die einlesen, prüfen mit den jeweiligen BAMTEC-Bewährungsplänen und kann dann schauen, ob alles korrekt eingegeben wurde und übergibt dann diese TEC-Dateien der Biegemaschine. Und die Biegemaschine, ach, das ist eigentlich keine Biegemaschine, das ist eine Anschweißmaschine. Also der Maschine gibt es einfach weiter und die kann dann den Teppich erzeugen. Ein drittes Formular ist sozusagen, oder ein drittes Dokument ist noch der Bewährungsplan. Den braucht man auch noch, weil man muss ja noch so Sachen wie zum Beispiel Steckbügel oder sowas selber noch einbauen. Ja, da gibt es zwar auch Lösungsmodule, aber um diese dreht sich heute dieses Video nicht. Größte Frage, wie verlegt man jetzt BAMTEC, weil da kommen jetzt die ganzen Verlegeregeln. Wenn das sozusagen unsere Bodenplatte ist oder Decke, dann fangen wir an mit der ersten Verlegung, dem zweiten Teppich. Dann kommt der dritte Teppich, der muss natürlich eine Übergreifung herstellen zum ersten Teppich. Und dann kommt der nächste. Deswegen sind auch die Bewährungseisen leicht versetzt. Die können auch mittig sein. Genau, Hauptsache sie sind ausrollbar. Jetzt haben wir hier dann auch noch eine Liste, die korrigieren wir dann zum Beispiel, ob die untere Lage der ersten Lage sind 4 Teppiche, passt die untere Lage XI und sind die Breiten, Längen und die Gewichte alle richtig. Wenn man das abhaken kann, dann kann man zur nächsten Lage gehen. Dann haben wir sozusagen die Lage ETA. Wenn die passt, haken wir die auch ab. Dann kommen wir zur nächsten Lage, das ist die obere Lage XI. Wenn die passt, auch abhaken, obere Lage ETA. Wunderbar, haben wir alles. Dann ist die Verlegung komplett. Aber was muss man jetzt noch achten? Das kommt jetzt gleich. So, jetzt kommen wir zum schwierigen Teil des ganzen Videos. Was muss man bei der Planung von BAMTEC beachten? Also Real Talk. Ich zeige es erstmal an einem leichten Beispiel und dann gehe ich drüber über eine Decke. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. So, wir nehmen jetzt mal an, jetzt haben wir kein rechteckiges Haus mehr, sondern jetzt haben wir einfach mal so ein Eck abgeschnitten. Das habe ich jetzt mit einer Kante belegt, dass man es besser erkennt. Und da ist auch schon unser erster Teppich. Der hat wieder sein Etikett. Und den Teppich, den wollen wir jetzt hier rein verlegen. Damit ich jetzt nicht jedes Mal die Bewährungseisen zeigen muss, das ist nämlich wirklich egal. Wir müssen die Verlegung verstehen. Und deswegen zeige ich jetzt auch dann nur noch diese blauen Kästchen an, dass man weiß, okay, das ist ein Teppich. Und jetzt haben wir diesen Bereich in 4 Teppiche verlegt. Entschuldigt es rechts oben, das musste ich staffeln, weil mein Programm diese Form nicht kannte, aber theoretisch wird ja sowieso hier gestaffelt mit den Eisen. Aus dem Grund 4 Teppiche, ich glaube, das Prinzip ist klar. Und dann zeigen wir jetzt erstmal die Rollrichtung. Das heißt, da wo der Pfeil seine Spitze hat, das ist das Ende des Teppichs. Das heißt, der erste Teppich wird von unten nach oben verlegt, der zweite von oben nach unten. Das ist natürlich nicht korrekt. Wir geben die Verlegerichtung anders an. Das heißt, die Rollrichtung sollten wir beibehalten und dann anlegen und dann zum nächsten fahren. Und was noch hier falsch ist, wir könnten ja jetzt aus diesem Beispiel die Teppiche vom Gewicht her besser aufteilen. Nicht, dass einer extrem schwer ist und der andere ist besonders leicht. Von dem her macht man das so, wie es eigentlich gemacht wird. Links unten wird angefangen, dann wird der nächste Teppich abgelegt in der Mitte des Feldes, weil der Kran vielleicht auch hier besser platziert ist oder seinen Schwenkarm besser hinbekommt. Und dann verlegen wir vom nächsten Teppich nach oben. Dann geht die Baufirma wieder zurück und dann tappt man schon in die nächste Falle. Ihr könnt es euch vielleicht denken, die Aufrollrichtung soll so sein, dass der breiteste Stab am Anfang steht und dann wird der Teppich dünner. Ja, das machen wir jetzt auch so. Wir starten vom breitesten Feld und rollen richtig. Ist wieder verkehrt, weil wir fangen jetzt nicht in der Mitte zum Verlegen an. Vor allem, wenn der gleiche Verlegepunkt oder die Verlegegerade nicht identisch ist wie links. Das heißt, wir fangen wieder unten an und dann verlegen wir das Ganze so. Das ist jetzt das ganze Prinzip. Jetzt könnte es hier noch Fehler geben. Zum Beispiel oben
rechts oben, da wo die Schräge ist, da könnte es sein, dass die letzten Eisen nicht mehr 2,65 Meter breit sind und somit auch keine zwei Tragbänder besitzen. Das kann auch sein, wenn das die Breite eingehalten wird, zum Beispiel 3 Meter. Es könnte aber trotzdem sein, dass zwei Tragbänder fehlen. Kann das passieren? Ja, kann. So. Dann macht man das Ganze so, man kürzt den Teppich ab und legt den Rest per Hand zu. Wunderbar, so kann es funktionieren. Das ist jetzt so eine Theorie, die kann man ziemlich gut vertreten. Entschuldigung. Jetzt geht es aber ins Eingemachte. Jetzt wird es noch komplexer und jetzt zeige ich die wahren Fälle an. Die wahren Fälle, auf die ihr Acht geben müsst. Wir nehmen jetzt an, wir haben eine Decke und haben Bumtec. Und wir sind in der unteren Lage, das ist wichtig, weil in der unteren Lage stören uns die ganzen Anschlusseisen, oder was heißt Anschlusseisen? Die Eisen, zum Beispiel die Kuhmatten, die 10 cm in die Decke reinstehen, die stören uns. Die Anschlussbewehrung, die jetzt sozusagen gekröpft ist, die stört uns nicht, zumindest nur ganz außen dann. Aber alles, was hier reinsteht, diese 5 bis 10 cm von den Kuhmatten, die stören uns. Hätten wir jetzt Unterzüge, dann müssten wir auch in der oberen Lage natürlich aufpassen, weil es ja hier geschlossene Bügel gibt. Außer die Unterzüge sind wieder so konzipiert, dass die geschlossenen Bügel die unterhalb der oberen Lage vom Bumtec ist. Aber das ist immer von Fall zu Fall verschieden. Deswegen, ihr braucht einen Profi am Anfang, der sich mit Bumtec auskennt. Aber jetzt zeige ich die Fälle endlich. Jetzt haben wir die Decke. Ich habe mit Strichierungen die Wände drunter eingezeichnet, also Außen- und Innenwände. Ich habe noch eine Stütze eingebaut und habe die mit so 4 Stäben angedeutet und links unten habe ich einen Durchbruch angedeutet. Rote Zonen haben wir, also hier kein Bumtec bitte. Über den Durchbruch funktioniert es. Ich habe das Ganze noch in 3 Bereiche aufgeteilt, Bereich 1, 2, 3 und zeige euch, wie ihr die einzelnen Bereiche vielleicht gut absolvieren könntet oder vielleicht auch nicht. Also auf was ihr. Denn aus Fehlern lernt man bezüglich am meisten. Deswegen mache ich auch mit Absicht ein paar Fehler rein, aber ich erkläre sie natürlich auch. Also, wir fokussieren uns auf den linken unteren Bereich, also Bereich Nummer 1, und rollen jetzt da die Bewehrung drüber und haben schon 2 Fehler. Wir dürfen nicht über herausstehende Bewehrung rollen, weil wir es gar nicht können. Das ist mir einmal schon passiert. Ich habe die Außenwände, nee, da war ein Deckensprung, und ich habe die Bewehrung auf die gesamte Breite angesetzt von der Decke und war in einem Deckensprung drin. Und da konnte man natürlich nicht rollen. Und das Einzige, was gerollt ist, war dann die Flexscheibe. Und ja, das war ziemlich peinlich, weil ich war bei der Bewehrungsabnahme draußen und das ist kein schönes Gefühl, wenn es dann nicht funktioniert. Ne? Also den Fehler macht man normalerweise nur einmal. Und was wir jetzt noch haben, wir haben den Durchbruch gar nicht beachtet. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Wenn der Durchbruch groß genug ist, sagen wir mal ein Treppenhaus, dann sollte man den schon vielleicht ein bisschen beachten. Ne? Ist klar. Es sei denn, es ist ein kleinerer Durchbruch und man könnte ihn missachten, dann auch so. Also, wir beheben jetzt ein Problem. Wir beachten den Durchbruch. Jetzt müssen wir nur schauen mit der Lupe, also da, wo die Lupen sind, links und rechts vom Durchbruch, sind denn die Eisen noch länger als 2,65 m und haben die mindestens zwei Tragbänder. Das Gängige. Immer prüfen. Aber wir haben halt immer noch das Problem, herausstehende Bewehrung. Okay, also wir hätten zwar die Breite, weil wir ja über die herausstehende Bewehrung drüber rollen wollen, aber so geht es natürlich nicht. Und es ist nicht so wie eine Decke, die hochflattert und die fliegt dann langsam nach unten auf ein Bett drauf und dann könnt ihr das schön ablegen. Es ist halt Bewehrung, das hat halt einfach mal eine Tonne, dieser Teppich. Da geht es nicht so einfach. Wäre schön. Also, wir schauen uns nochmal den Bereich 1 an und jetzt kürzen wir das Ganze. Jetzt schauen wir in den Lupenbereich rein, wenn links und rechts genügt Platz, die Breite gegeben ist von den Stäben und die Tragbänder auch 2 Stück pro Eisen haben, also Minimum, dann funktioniert das Ganze. Dann hätten wir es jetzt gelöst. Aber wir gehen davon aus, es ist nicht so. Wir sagen, nein, rechts davon gibt es keine zwei Tragbänder und 2,65 m, links vielleicht schon. So habe ich jetzt einfach konzipiert. Dann könnten wir das so machen, dass wir einen Teppich auslegen, der wird dann kürzer und wieder breiter, also breit, kurz, breit und dann Handzulage. Handzulage dürfen wir natürlich machen, aber der Teppich ist natürlich nicht so gut, denn der darf nicht wieder breiter werden. Das heißt, wir müssten jetzt in dieser Lösung so machen, dass wir rechts die Handzulage machen und wir machen 2 Teppiche draus. Vielleicht
ist es aber nicht die beste Lösung. Es könnte sein, dass es die wirtschaftlichste Lösung ist. Es könnte aber auch ein anderer Fall sein, denn wir haben jetzt zwei Teppiche und der obere könnte ziemlich leicht ausfallen, ne? Und deswegen wäre jetzt vielleicht mein Lösungsvorschlag, je nachdem wie Gewicht und Durchmesser der Eisen wäre, dass man einen kompletten Teppich hier macht und man verbreitert rechts die Eisen auf 1,65 Meter genau und schneidet dann vor Ort die Eisen einfach ab. Also man rollt aus und danach schneidet man die Eisen ab. Das könnte sein, dass der Teppich dann wirtschaftlich ist als die anderen zwei. Möglich. Das wäre jetzt mein Favorit in dem Fall. Ja, dann haben wir, sagen wir mal, das abgeschlossen und fokussieren uns rechts unten mit unserem Sniper-Rifle. Ja, also ich will ja nur andeuten, jetzt gehen wir in den Bereich 2 über. Da könnten wir jetzt von oben nach unten rollen oder von unten nach oben. Besser ist natürlich von unten nach oben und nicht mitten im Feld anfangen. Das ist natürlich irgendwie schwachsinnig. Wir machen es so. Das ist die einzig wahre Lösung aus meiner Sicht. Da können wir vielleicht auch darüber diskutieren, aber ich sehe es so. Ja, der nächste Bereich. Wir müssen uns aber wirklich überlegen, wir machen eine Lage wir machen nur die untere Lage Xi gerade. Und wir müssen das für alle Lagen natürlich eigentlich beachten. So, jetzt gehen wir über die Stütze drüber. Das können wir natürlich nicht, weil wie will der Teppich rollen über die Stütze drüber? Die steht da raus. Das sind vielleicht 25 Eisen. Boah, die tragen bis zum Himmel rauf. Es gibt eine Methode. Wenn der Teppich jetzt nicht schwer genug wäre und auch nicht breit, dann kann man so einen Teppich sogar so erstellen wie hier. Man müsste nur die Stütze aussparen. Dann rollt man den Teppich bis zur Stütze hin. Dann schneidet man die Tragbänder ab. Dann nimmt man den Rest dieses Teppichs per Kran, der muss das noch tragen können und noch genügend Kragweite haben, fliegt das Ganze über die Stütze drüber, man legt an der Stütze an und rollt sozusagen die Stützenbreite nach hinten und den Rest wieder nach vorne. Das kann funktionieren. Das muss eindeutig beschrieben werden in der Planung, das muss abgeklärt werden. Manchmal ist das die Lösung. Aber ich gehe jetzt davon aus, einfach, dass das Ganze zu schwer ist und zu lang. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Teppiche aufgeteilt, aber ich sage jetzt einfach, der untere Teppich ist zu schwer und zu lang, zu breit und deswegen geht es nicht. Dann könnte man das so machen, dass man zum Beispiel links einen Teppich macht, rechts einen Teppich machen, oder oh, habe ich den Verlegepfeil vergessen, den denken wir uns jetzt einfach dazu auf der rechten Seite. Und oben haben wir noch einen, und da es zu breit geworden ist, haben wir hier noch Handzulage oben. Ist alles nicht so toll. Erstens sage ich jetzt einfach mal, die Überlappung ist im Zulagebereich, da müssen wir mich auch aufpassen von unserem Femnetz her, das müssen wir uns zuerst anschauen. Wo sind denn unsere ganzen Zulageeisen? Und die Handzulage, die ist auch hier völlig fehl am Platz. Da oben könnte man zwei Teppiche draus machen. Oder man könnte den rechten Teppich weiter nach oben verlegen lassen und dann nur noch wenig Handzulage machen. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich möchte nur noch mal auf die Zulage eingehen, anhand von einem Beispiel. Also, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Bumptec-Teppich, ihr dürft auf Abstand maximal 10 cm geben. Das hat den Grund, da die Achsabstände eine Bewährung die minimale Länge von 5 cm nicht unterschreiten darf als Achse. Wenn wir jetzt Zulagen haben und wir haben 10er Abstand, dann geht es noch. Hätten wir einen 9er Abstand, geht es nicht mehr. Dann können wir die Zulagen nicht mehr dazwischen einschweißen. Und jetzt kommt noch das zweite Problem hinzu. Wir müssen jetzt die Zulagen doppelt draufschweißen und die müssen sich dann auch noch übergreifen, je nachdem, wie groß der Durchmesser ist. Wenn der Durchmesser größer ist von der Zulage, dann haben die natürlich eine größere Übergreifung. Das ist natürlich schlecht. Und zum anderen, jetzt haben wir ganz schmale Lücken zwischen den Bewährungsstäben. Jetzt haben wir ja eine vierfache Lage erzeugt. Die sollte man vermeiden. Also das ist schlecht. So schaut es aus, wenn es zusammengefügt wird. Nicht gut. Okay? Deswegen Daumen nach unten. Besser wäre es jetzt, eine Lösung links und rechts einen Teppich zu machen und dann nicht im Zulagebereich und oben machen wir auch zwei Teppiche draus. Dann sind mich die Längen lang genug und so funktioniert das Ganze. Ja, das war jetzt wieder ein, wie
wichtiger Lehrgang. Und das Ganze kann man auch alles in Allplan verlegen, erstellen. Jetzt erstmal wieder einen Daumen nach oben, wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren. Und kopiert euch schon mal den Link raus und verteilt das Ganze im Netz. Es kommt noch der letzte Teil. Und ja, jetzt einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn es um Bauabschnitte geht und man diese mit BAMTEC bearbeiten möchte, dann gibt es wirklich ein paar Gedankenknoten. Und wenn man das nicht bildlich vor Auge hat, dann geht das auf jeden Fall schief. Ich hatte damals kein Formular, ich hatte irgendeine Handskizze von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der mir die Bauabschnitte mit einer Handskizze erklären wollte. Ich habe nichts verstanden, es war alles in Kugelschreiber, es waren schiefe, wirre Dinger. Ich wusste gar nicht, was er mir eigentlich erklären wollte. Aus diesem Grund habe ich jetzt einen riesen Aufwand betrieben, das alles so einfach wie möglich euch darzustellen, dass ihr die Bauabschnitte richtig bearbeiten könnt mit BAMTEC. Bitte wirklich hier jetzt ein Doppel-Like, ein Kommentar drunter verfassen, denn das hat mir sehr viel Arbeit gekostet. Ich musste die Animationen wieder bearbeiten, dann am Schluss wieder entfernen und und. Es hat wirklich sehr viel Arbeit gekostet. Ich zeige euch auch gleich, wie man arbeiten würde mit Rundstahl und dass das Hirn blockiert, denn bei BAMTEC muss man anders denken. Aber jetzt fange ich einfach an. Komm, los. Wir haben zwei Bauabschnitte. Ich zeige einmal die Vogelperspektive, einmal die Seitenansicht mit dem seitlichen Vogel dargestellt. Gut, und so fangen wir an. Wir versuchen jetzt die untere Lage Eta zu verlegen. Wir verlegen im Grundriss von unten nach oben. In der Seitenansicht sehen wir, das ist die unterste Lage im Bauabschnitt 1. Schon wären wir in die Falle getappt. Ab jetzt ist alles inkorrekt, was wir machen. Also ich habe schon mal markiert, nicht, dass ihr jetzt einen Screenshot macht und denkt, das ist die richtige Lösung. Nein, die kommt danach. Nächster Bauabschnitt, nein, immer noch Bauabschnitt 1, aber nächste Lage, untere Lage Xi und wir verlegen von links nach rechts. Wir haben schon über die Betonierfuge in den nächsten Abschnitt immer an das LÜ gedacht oder LS oder den Übergreifungsstoß. Ich drücke es mal so aus. Obere Lage Xi und dann obere Lage Eta. Also ich klicke nochmal zurück mit den Pfeilen. Ne? Verstanden? So würde es man vielleicht jetzt machen, wenn man mit Rundstahl arbeiten würde und würde auch funktionieren irgendwie. Ne? Aber der Teppich ist nicht rollbar. Wir schauen es uns in der Seitenansicht an. Wir sehen in dem rot markierten Bereich, dort können wir den Teppich gar nicht anlegen. Selbst wenn die untere Lage Xi geklärt wäre, blockiert unseren Teppich, der ja nicht nur eine Linie ist, sondern ein dreidimensionales Ding, dann würde die obere Lage Xi und Eta stören. Das heißt, wir machen jetzt das alles korrekt. Wir nehmen die untere Lage Eta zweimal den Übergreifungsstoß über die Betonierfuge und dann funktioniert es. Denn die untere Lage Eta, die erste Lage im Bauabschnitt 2, die legen wir jetzt da an. Dann kommt Xi dazu, funktioniert auch noch wunderbar. Dann die obere Lage Xi, funktioniert auch. Und die obere Lage Eta funktioniert ebenfalls. Die gehen wir bis zur Betonierfuge ran. So schaut das Ganze aus. Also die untere Lage Xi wird. Man fängt mit einem schmalen Teppich an, dann wieder mit einem schmalen Teppich, wieder mit einem schmalen und dann in der obersten Lage wird man breiter. Komisch, oder? Aber so ist die Denkweise. Jetzt geht es aber auch andersrum, dass man nicht mit den Längsstäben, sondern mit den Punktstäben beginnt im Bauabschnitt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich schaue jetzt das Ganze von einer anderen Perspektive an, denn auch der Bauabschnitt könnte ja gedreht sein. Wir könnten ja die Planung von einer anderen Seite haben oder. So, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Wieder inkorrekt. Wir fangen mit der unteren Lage Eta an, dann machen wir die untere Lage Xi, dann machen wir die obere Lage Xi, obere Lage Eta. Was ist unser Problem? Wir können hier den untere Lage Eta im Bauabschnitt 2 nicht rollen, da die untere Lage Xi und die obere Lage Xi unseren Teppich verhindern für die Ausrollung. Schade. Das heißt, unsere Lösung ist also, wir gehen mit der unteren Lage Eta zweimal den Übergreifungsstoß wieder nach außen und können die untere Lage Eta jetzt verlegen. Unser Problem ist, die untere Lage Xi wiederum, die wird wieder blockiert von der oberen Lage Xi aus dem blauen Bereich. Also wir können die untere Lage Xi grün nicht verlegen, da uns die obere Lage Xi im blauen Bereich hindert, den Teppich abzulegen und auszurollen. Auch hier brauchen wir die Lösung. Wir geben wieder den doppelten Übergreifungsstoß an die untere Lage Xi im blauen Bereich
über die Betonierfuge hinaus und können einen einfachen Übergreifungsstoß mit der unteren Lage Xi im grünen Bereich zum blauen herstellen. Dann gehen wir in die obere Lage Xi im grünen Bereich und haben einmal den Übergreifungsstoß mit der oberen Lage Xi erreicht und jetzt die obere Lage Eta auch mit grün. So funktioniert es. Also ich gehe nochmal zurück. Wir haben einen schmalen Streifen Unterlage Eta. Wir haben einen etwas längeren Streifen dann mit Unterlage Xi. Dann werden wir noch länger mit Oberlage Xi und bleiben bei der Breite mit Oberlage Eta. Also ihr seht, dass die Längen im Bauabschnitt 1 und 2 variieren, je nachdem wie ihr begonnen habt. Da müsst ihr aufpassen. Das ist das Bild, das ihr euch jetzt screenshotten dürft. Das ist die Lösung für euch. Jetzt nochmal am Schluss. Es gibt so viele Probleme, die man bei der Planung einbauen könnte. Ihr müsst euch vorstellen, Bodenplatten, die ein Gefälle haben, Decken, die ein Gefälle haben, alles mögliche. Also es gibt so viele Situationen, wo man bei BAMTEC aufpassen muss. Die Planung ist schwieriger als normale Bewährungsplanung, macht aber viel mehr Spaß dadurch, weil es eine Herausforderung ist. Und wenn man den richtigen Trainer wie mich zum Beispiel als Hilfestellung an der Seite hat, dann klappt das alles. Ich muss ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben, aber gebt mir eure Pläne, die ihr mit BAMTEC plant, und dann sage ich euch, wo der Schuh drückt und welche Fehler ihr macht. Oder nehmt mich gleich am Anfang mit und ich helfe euch, das Projekt richtig einzuplanen und ihr müsst dann eigentlich nur noch das Separieren beginnen. Alles, wie es im Altplan funktioniert, dafür bin ich hier, dafür bin ich der Experte. Aber wir müssen uns nochmal zurückerinnern, so viele Fehler oder Probleme jetzt entdeckt. Was waren nochmal die Vorteile von BAMTEC? Also, hier sind sie nochmal. Die Verlegezeit auf der Baustelle um 80-90% reduziert. Es sind sau einfache Bewährungsverlegepläne und die Einsparung von Betonstahl, CO2 und so weiter ist extrem hoch und damit rentiert sich auch BAMTEC. Und jetzt sind wir auf der letzten Folie angelangt. Bitte für dieses Riesenprojekt jetzt einen riesen Daumen nach oben, teilen, liken und klickt auch die anderen Videos natürlich an, aber abonniert vorher den Kanal. Ich danke es euch recht herzlich, denn das war ein Riesenaufwand. Das hat mir mehrere Tage Arbeit gekostet, dieses Projekt. Und deswegen wäre ich wirklich dankbar, wenn ihr mich damit unterstützen würdet. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten BAMTEC-Projekt wieder und ich helfe dir dabei, das Projekt zu meistern. Geht zu euren Chef, sagt, BAMTEC ist eine super Sache, warum habt ihr das noch nicht im Einsatz? Und du wirst vielleicht sogar befördert. Und jetzt bin ich raus. Ciao, servus, euer Peter.